Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir backen heute zusammen einen super leckeren Spiegeleikuchen vom Blech. Der eignet sich super gut für Ostern oder einfach auch für die Kuchentafel, wenn man ein bisschen mehr Gäste erwartet. Ich mache das Ganze so ein bisschen nach meiner Art, nach meinem eigenen Rezept. Bleibt unbedingt dran, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Wir starten wie immer mit unseren Zutaten und dann geht's los mit der Zubereitung. Wir brauchen für unseren Kuchenboden 5 Eier Größe M. Diese sollten bitte Raumtemperatur haben, dadurch lassen sich die Eier viel besser aufschlagen. Wir brauchen 250 Gramm Zucker sowie 310 Gramm Mehl, 190 Milliliter Fanta. Ihr könnt alternativ, wenn ihr wirklich das gar nicht da habt, Sprudelwasser nehmen. Dann brauchen wir 150 Milliliter neutrales Öl. Ich habe jetzt hier Rapsöl, ihr könnt aber auch Sonnenblumenöl verwenden. Ein Päckchen Vanillezucker und zu guter Letzt ein Päckchen Backpulver. Zuallererst solltet ihr euren Backofen vorheizen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann können wir jetzt anfangen mit unserem Teig. Ich habe jetzt hier eine Schüssel, da gebe ich jetzt die Eier, Zucker und Vanillezucker in meine Schüssel und werde das mit dem Handrührgerät ungefähr 3 bis 5 Minuten richtig schön schaumig aufschlagen. Als nächstes kommen jetzt nun Fanta und Öl da rein. Anschließend gebe ich auch direkt Mehl und Backpulver und wie ihr das von mir kennt, das siebe ich immer gerne hier rein. Und übrigens die ganz genauen Mengenangaben, diese findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. Der Teig, der ist jetzt fertig gerührt. Ich habe nur so lange gerührt, bis das Mehl nicht mehr zu sehen ist. Und jetzt gebe ich ganz einfach meinen Teig auf mein Backblech. Hier habe ich jetzt nur Backpapier drauf gegeben. Damit euer Backpapier besser hält unten drunter, könnt ihr so ein bisschen Wasser drunter geben. Und dann verteile ich das ganz gleichmäßig und dann kann es auch schon ab in den vorgeheizten Ofen. Mein Kuchenboden ist jetzt fertig gebacken. Wie ihr sehen könnt, ist er richtig schön goldbraun geworden. Falls es bei euch irgendwie zu dunkel wird, könnt ihr das natürlich mit Backpapier oder Alufolie abdecken. Ich mache jetzt hier noch die Stäbchenprobe. Die macht ihr natürlich immer an der höchsten Stelle eures Kuchens. Einfach einen Zahnstocher reinstechen und wenn da nichts dran kleben bleibt, wie bei mir, dann ist euer Kuchen fertig und kann einmal raus. Unser leckerer Kuchenboden, der ist jetzt fertig gebacken. Bei mir war er genau 18 Minuten im Backofen. Schaut einfach, macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Jeder Backofen ist ja auch ein bisschen anders. Und wir lassen ihn jetzt ganz normal hier ganz einfach in dem Backblech auskühlen. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten für die leckere Füllung, die nämlich oben drauf kommt. Wir brauchen für unsere Füllung 500 Gramm kalte Mascarpone, 600 Milliliter kalte Schlagsahne, die zwei Zutaten bitte darauf achten, dass die richtig schön kalt sind, eine große Dose halbierte Aprikosen, meine haben hier ein Abtropfgewicht von 480 Gramm, dann brauchen wir 40 Gramm Puderzucker, zwei Päckchen Vanillezucker und ich habe hier 6 Teelöffel Zanapat. Wer das nicht hat, kann auch gerne 3 Päckchen Sahnesteif nehmen. Wir starten mit unserer Füllung. Da geben wir ganz einfach alle unsere Zutaten, die ich euch eben genannt habe, bis auf die Aprikosen in eine hohe Schüssel, damit das nicht so sehr spritzt. Und ich mache das immer so, dass ich erstmal auf niedriger Stufe und dann auf höchster Stufe so lange steif schlage, bis die Masse schön fest geworden ist. Ist jetzt fertig geschlagen. Die Konsistenz sollte so in etwa aussehen. Die ist richtig schön fest geworden. Und jetzt müsst ihr das unbedingt bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank geben. Und ich schaue jetzt mal nach unserem Kuchenboden. Wenn der nämlich schon kalt geworden ist, können wir direkt weitermachen. Musik.
Unser Kuchenboden ist jetzt komplett ausgekühlt. Ich habe ihn jetzt einfach mal umgedreht, weil ich es einfach gerne habe. Lieber habe, wenn hier die untere Seite, das sind nämlich so die Poren, das nimmt man einfach mehr von der Füllung auf. Das müsst ihr aber nicht machen. Jetzt entfernen wir noch das Backpapier und das macht ihr am besten immer von innen nach außen. Als nächstes gebe ich jetzt hier meinen Backreim einmal um den Kuchenboden. Wer das zu Hause nicht hat, kann das auch einfach weglassen. Ihr könnt das wie gesagt einfach in eurem tiefen Backblech machen. Meine Sahne-Mascarpone-Creme, die habe ich bereits aus dem Kühlschrank geholt und die werde ich jetzt erstmal richtig schön gleichmäßig oben verteilen. Die leckere Creme ist jetzt schön gleichmäßig auf den Kuchenboden verteilt. Jetzt geht es weiter mit unseren Aprikosen. Wer keine Aprikosen mag oder nicht da hat, kann natürlich auch Pfirsichhälften nehmen. Die sind nur etwas größer oder auch gerne eine andere Frucht. Aber ihr müsst bedenken, dann ist es kein Spiegeleikuchen mehr. Ich habe mir die Aprikosenhälften jetzt auf ein Küchenpapier gegeben, damit die so ein bisschen abtrocknen können. Und die könnt ihr jetzt einmal auf die Creme verteilen. Denkt dran, jede Aprikose ergibt noch am Ende ein Kuchenstück. Unsere Aprikosen sind jetzt auch schön drauf verteilt. Bei mir kommen genau 16 Stücke raus. Ich gebe meinen Kuchen jetzt erstmal in den Kühlschrank, bis ich ihn wieder brauche, denn wir müssen uns jetzt einen Tortenguss aufkochen. Ich verwende jetzt heute hier einen klaren. Wir brauchen eine Packung. Das Ganze müsst ihr einfach nach Packungsanleitung herstellen. Ich gehe jetzt nicht ganz detailliert drauf ein. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich das Ganze immer rührt. Ich zeige euch aber jetzt erstmal, wie ich das mache und dann geht's weiter. Für unseren Tortenguss habe ich wie gesagt hier einen klaren Tortengusspulver. Ich habe jetzt hier zwei gestrichene Esslöffel Zucker. Ihr könnt auch ein bisschen mehr nehmen, wenn ihr es süßer mögt. Und etwas kaltes Wasser. Das müssen genau 250 Milliliter sein. Und das mache ich wie gesagt jetzt nach Packungsbeilage. Unser Tortenguss ist jetzt auch schon fertig gekocht. Das geht wirklich ruckzuck. Da ist immer wichtig, dass ihr wirklich viel rührt. Ich lasse ihn jetzt so ein, zwei Minuten etwas ausdampfen und dann geht es auch schon weiter. Ihr braucht auf jeden Fall einen Pinsel. Und dann werden wir nämlich unsere Aprikosen ganz vorsichtig mit unserem Tortenguss bestreichen, damit wir nachher den Spiegeleffekt bekommen. Ich gebe euch nochmal einen Tipp. Wie ihr sehen könnt, ist hier bei diesem Spiegelei bzw. bei dieser Aprikose die Sahne so ein bisschen geschmolzen. Es ist wichtig, dass ihr euren Guss wirklich vorsichtig und immer ganz wichtig erst auf die Aprikose geben. Also nicht direkt auf die Sahne-Mascarpone-Creme, sondern einfach oben drauf vorsichtig, nicht zu viel, immer etwas weniger und dann lieber nachgeben. Ja, und so sieht das Ergebnis jetzt aus. Ich werde das Ganze jetzt nochmal dekorieren mit gehackten Pistazien und dann können wir das Ganze servieren und probieren. Nachdem ich gehackten Pistazien drauf gemacht habe, habe ich mein Kuchenblech noch mal für eine Stunde in den Kühlschrank gegeben. So kann der Tortenguss noch mal schön fest werden und die Creme wird auch noch mal schön kühl. Jetzt hole ich das Ganze aus meinem Backrahmen raus. Das macht ihr ganz einfach mit einem scharfen, glatten Messer und dann zeige ich euch das Endergebnis. Meine Lieben, unser leckerer Spiegeleikuchen, der ist jetzt fertig.
Bilder sprechen für sich. Schaut euch das einfach mal an, wie super cool das aussieht. Ostern kann kommen, sage ich, aber ihr könnt natürlich diesen Blechkuchen zu jeder anderen Zeit, zu jedem anderen Anlass backen. Super einfach gemacht und ihr habt auch so viel, also 16 Stücke kommen dabei raus. Probiert das Rezept unbedingt aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir berichtet, wie das Ganze bei euch gelungen ist und wie es euch geschmeckt hat. Ich zeige euch das Ganze gleich nochmal im Anschnitt, wie es aussieht. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde ich mich super freuen und unbedingt beim nächsten Video dabei sein. Tschüssi!